Geschichte der Menschheit. Viele versuchen sie uns näher zu bringen, von der Steinzeit bis heute. So auch dieses kleine Machwerk hier, The Human Race. Ein nicht gerade einfaches Spiel. Ich werde auch auf jeden Fall mit Trainer spielen. Allerdings nur Leben. Alles andere bleibt erhalten. Soll ja weiterhin eine Herausforderung bleiben. Und wir beginnen natürlich beim allerersten Level. Nein, kein Level-Skip. So. Man sieht hier schon... Moment, kann ich gerade eins erstellen? So, man sieht hier oben, wo jetzt der Mausfall ist, welche Joystick-Tasten belegt sind. Die Lebensanzahl hier ändert sich nicht und hier ist eine kurze Beschreibung des Kapitels. Das heißt, wir befinden uns 1 Million Jahre vor Christus. Essen für den Härtesten ist einfach. Leider sind wir nicht der Härteste. Wir müssen uns mit Bananen begnügen. Und unser Ziel ist die größte Banane in Sichtweite. Ich schaue gerade. Da habe ich noch ein kleines Soundproblem. Aus irgendeinem Grund. So, jetzt sollte auch ein Server sein. Der Soundtrack ist wirklich das Beste an dem Spiel. Wäre schade, wenn er untergehen würde. Gut, dann starten wir doch einfach mal. Wir sind der Affe auf der rechten Seite und unser Ziel ist es, schlicht zu überleben. Wir müssen nicht zwingend alle Bananen fressen. Wir können. Ah, das war. Das war scheiße. Okay. Mal. Jetzt, wenn ich gar nicht weiterkomme, dann werde ich auch auf jeden Fall. Dann werde ich auch auf jeden Fall Safe States einsetzen. Im Moment reicht aber, glaube ich, der Lebenscheat fürs Erste. Das ist vielleicht geschickt. Okay. Wie gesagt, man muss nicht, aber schadet auch nicht. Ah, blöd. Das Clipping ist hier leider etwas ungünstig, also der fällt auch gern schon mal durch Plattformen durch. Nur weil eine Plattform noch ein paar Pixel weitergeht, heißt es nicht, dass man sie auch betreten kann.
Weil ich die Katze auf den Schwanz getreten bin. Safe Set angelegt. Das ist ein bisschen tricky. Ich muss schauen, dass ich unter der Greiflinie dieses Vogels bleibe. Gut. Und auf den nächsten Baum komme. Scheiße! Die Mücke hat mich erwischt. Wie gesagt, die Stelle ist ein bisschen tricky jetzt. Sicher sein? Genau. Bis der Vogel kommt. Ah, nee, noch nicht. Okay. Mal. Geschafft. Kapitel 2. Great Balls of Fire. Easy. Just hot footed across. The safer grounds. Also wir sind jetzt einen Schritt weiter, wir sind jetzt 100.000 Jahre vor Christus und wir müssen hier aufpassen, dass wir zum einen nicht in der Lava landen und zum anderen nicht von diesen Tropfen erwischt werden. Joystick rauf und runter, springen, bedeutet springen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Rechts und links ist halt entsprechend gehen in die entsprechende Richtung. Ansonsten habe ich hier diese Laufbänder, über die ich mich jetzt navigieren muss. Hey! Also man sieht, drauf und runter springe ich in die entsprechende Richtung. Was extrem nervig ist, diese Tropfen, die von oben runterfallen, selbst wenn sie in der 3D-Welt völlig woanders aufklatschen, sobald sie mich in irgendeiner Form berühren, war's das. Nein. Da hätte ich nochmal drüber springen müssen, über die Stelle. Jetzt war ich im Kreis. Och Mann!
Wahrscheinlich ohne Tropfen zu leicht gewesen. Soll ich laufen? So, Kapitel 3, 50.000 vor Christus. Logger easy. Just roll over to the cave behind the falls. Rapid joystick movement. Oben sieht man schon, es gehen nur die Tasten rauf und runter. Kurz gesagt, ich hasse das Level. Denn damit ich mich bewege, muss ich die ganze Zeit den Joystick rauf und runter schütteln. Ich habe jetzt hier nur ein... Analog-Stick auf meinem auf meinem Xbox-Controller. Und man sieht schon, wie... man hört vielleicht, wie schnell ich mich bewege. Drecksau. Man hört vielleicht, wie schnell ich versuche zu rütteln und sieht, wie langsam ich mich bewege. Das ist, also dieses Level ist eine mittlere Katastrophe. Es ist an sich nicht schwer. Sobald ich aufhöre zu rütteln, fahre ich halt wieder zurück an den Ausgangspunkt. Und ich muss halt schauen, dass ich nicht von diesen krokodilsähnlichen Teilen gefressen werde. Komm, der war schon vorbei. Das machst du absichtlich. Ich kann nicht mal drauf einstellen, weil die rein zufällig kommen. Du Drecksau! Fühlt sich eigentlich noch irgendjemand gerade an World Games erinnert, wenn ich das, den Balken so sehe?
Alter. Mach schon hin. Alter, leck mir am Arsch. Kurze Pause. Okay, der Arm geht wieder einigermaßen. Wir sind im vierten Kapitel. 25 vor Christus. Instabiler Grund. Forget what you know. Okay. Red means go and only a mouthful of water for protection. Use Fire Button. Das heißt, wir können in alle Richtungen gehen. Mit Feuer schießen wir. Oder spucken, genauer gesagt. Und ich bin nicht ganz sicher, was dieser No-Go-Meter bedeutet. Anscheinend bedeutet das wirklich, dass wir... entweder heißt es, wir können auf bestimmte Farben zu dem Zeitpunkt nicht gehen. Oder wir dürfen nur... Ich probiere es mal mit Save States.
Das kann ich aus. Okay. Letztes Kapitel. 10.000 vor Christus. The human race. The race lasting 12.000 years. Also wir rennen jetzt die nächsten 12.000 Jahre bis zum Jahr 2000 nach Christus. Und wir beschleunigen so lange, wie unsere Energie reicht. Dann starten wir mal. Ich habe jetzt hier mal einen Save State ganz am Anfang gesetzt. Weil dieses Intro hier einfach ewig dauert. So, im Prinzip einfach nur ein einfaches Ausweichspielchen. Unten sehen wir, wie weit wir schon gereist sind. Rechts ist die Energieanzeige. Und hinter uns der Tod, der die ganze Zeit auf uns lauert. So, sind jetzt weiter. Wir haben jetzt Werkzeuge. Die ersten Musikinstrumente scheinbar. Jetzt Helme, Kriegsschiffe. Bauten, das Rad. Ah, bis 2600 haben wir es geschafft. Auf ein neues. Ich meine, es ist ja nicht so, dass nicht schon schwer genug ist, allen auszuweichen. Ja, da hat es die Viecher auf jeden Fall noch dringend gebraucht. Anderes. Ich habe es mal gestartet, weil die Gegenstände etwas anders verteilt sind. Vielleicht liegen sie mir jetzt besser. Halbzeitalter. So. Bist du langsam in den gekommen?
Jetzt haben wir ein Problem. Genau, jetzt ist mir nämlich die Energie ausgegangen. Das heißt, ich kann mir nicht mehr nach vorne laufen und muss schauen, dass ich nicht aussterbe. Ah, diese Drecksmistviecher gehen mir so auf den Keks. Sind jetzt sind wir in der Zeit nach Christi Geburt. Das heißt Wissenschaft, Forschung, Flugreisen, Autos. Ja. Das war's. 2000 AD. Wir waren erfolgreich. Wir wurden in die Gegenwart katapultiert. Die Zukunft der Menschheit, die ultimative Zukunft der Menschheit, liegt irgendwo zwischen den Sternen und wartet darauf, von irgendjemandem erreicht zu werden. Und wir bekommen noch eine schöne Animation, wie wir zu den Sternen fliegen. Und können das Ganze wieder von vorne beginnen. Ich würde sagen, an der Stelle reicht es dann aber auch. Danke fürs Zuschauen. Und bis demnächst. Servus.